Moin moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr diese nervige und lästige Werbung wegbekommt, die euch wahrscheinlich bei jedem Neustart ärgert. Natürlich ist die eine Option, dass ihr dann Windows 10 installiert, was ich natürlich auch gemacht habe. Auf dem einen PC und auf dem anderen will ich das jetzt aber nicht installieren, weil es mir doch nicht so gefällt. Das Ganze kommt halt immer wieder. Man kann es irgendwie nicht abbrechen, wie wir sehen können, und man kann es auch irgendwie nicht schließen. Also, das Einzige ist, wir gehen unten rechts auf die Elemente der Infobereich Symbole und da könnten wir das Ganze ausschalten. Also einmal hier. Das Ganze bestätigen wir dann. Dann erscheint dieses Symbol auch nicht mehr und wir werden nicht mehr abgefragt. Lediglich kann es aber dazu kommen, da es immer noch im Speicher ist, dass wir trotz dessen irgendwie noch beim nächsten Neustart diese Meldung bekommen. Deswegen müssen wir auf die Updates gehen. Schauen uns an die installierten Updates. Da müssen wir folgende Nummer eingeben. Und zwar ist das die KB3035583. Und wenn wir das tun, dann sehen wir hier dieses bestimmte Windows 10 Update und das können wir hierüber deinstallieren. Dann erscheint die Meldung auf jeden Fall nicht mehr. Natürlich können wir Windows 10 dann nicht installieren, weil wir das Update ja deinstalliert haben. Es sollte aber kein Problem sein, das Ganze dann nachträglich noch zu installieren, aber dann müsste man sich halt nochmal erkundigen und schauen, ob einem das dann auch zusagt und man das dann gerne installieren möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls noch irgendwelche Unklarheiten sind, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Kurzes, knackiges Video, aber ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ich werde gleich nochmal unten die Nummer reinschreiben, nach der ihr suchen müsst bei den Updates, die zu deinstallieren sind. Und dann könnt ihr das Ganze auch durchführen. Viel Spaß damit, bis dann.